So, nach dem schrecklichen Gameboy-Spiel Super Mario Land geht es mit Anyway weiter. Das ist auch ein Gameboy-Spiel. Und hat fast nichts mit Mario zu tun. Mario ist der Typ, der da existiert und das Ganze steuert oder da drin sitzt. Das ist eigentlich alles, was es mit Mario zu tun hat. Ist auch nicht so weit spielen. Ich werde es halt nochmal antesten. Das Beste ist eigentlich hochzuschießen und dann kommt das von oben auf. Ist aber nicht ganz so einfach zu kontrollieren. Ja, die Spannung hält sich in Grenzen bei dem Spiel. Es ist halt so ein kleines Gameboy-Spiel. Das denke ich mal auf einem Arcade-Spiel basiert. Das ziemlich so aufgebaut ist. Ich finde es immer ganz praktisch, so seitlich zu schießen. Da kommt man am besten die Ecken und nimmt auch am meisten mit eigentlich. Es geht eigentlich nur darum, diese ganzen Blöcke da abzubauen. Da abzuschießen. Sie verschwinden. Ich hoffe mal, das Level ist bald zu Ende. Ich treffe gerade gar nichts mehr. Spiel ich das Ganze mal so. Und jetzt treffe ich was. Das ist doch gut. Zack. Und das war sehr dumm. Das Gute ist, man hat mehrere von diesen Kugeln. Man muss also nicht neu anfangen. Was schon mal sehr löblich ist. Die Leben symbolisieren sozusagen meine Kugeln. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Marios Kopf ist, den man da rumschießt. Aber ich bezweifle es. Okay, was mache ich denn da jetzt? Kann ich nur so seitlich wie möglich schießen? Das erinnert mich irgendwie an dieses alte DVD-Zeug, was so im Fernseher so in die Ecken bewegen konnte. Und man immer nur gehofft hat, dass es die Ecke trifft. Dass es genau die Ecke trifft. Um eine doppelt abzufahren. Hier sieht man, dass es auch schon ziemlich viel auf dem Gameboy möglich war. Und zwar, dass sich das Ganze hier bewegt. Um so richtig auf das Spiel heiß zu machen, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich gleich in der zweiten Stage. Das ist marketingtechnisch sehr gut von Nintendo war. Ich kann nicht die ganze Zeit so stehen bleiben und das ist eine ganz gute Taktik. Jetzt fliegt es aber woanders lang. Ja, jetzt bin ich oben gut. Und das kommt direkt wieder runter. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, ob man sich bewegt, wie die Kugel fällt. Ja, ich bin dumm. Ich hoffe einfach mal, ich habe das Level bald geschafft. Sieht aus wie eine Schildkröte irgendwie. Zwar wie eine ziemlich flache Schildkröte, aber... oh man, dieses Spiel. Früher war halt noch nicht so viel möglich. Wobei man sich jetzt streiten kann, ob das hier wirklich das Ultimatum ist. Aber es gibt Leute, denen soll das Spaß machen. Ich finde es auch nicht mal so schlecht, das jetzt zu behaupten. Das ist halt ein eigenes Genre. Komm, triff einfach. Was passiert hier? Komm, yes. Ich wusste es doch. So, das ist jetzt schon eine etwas schwierigere Stage. Soweit ich weiß, kommt das hier runter mit der Zeit? Ist das so oder ist das erst später? Okay, ich habe gerade den Nachteil, dass ich meine Aufnahmezeit nicht sehe, wenn die Taskleiste drüber ist. Ja, es kommt runter, okay, da hatte ich recht. Das ist sozusagen ein Zeitlimit. Ich weiß nicht, ob das Ganze das einfacher oder schwieriger macht, wenn das weiter unten ist. Es kommt jetzt schneller wieder zurück. Okay, ich brauche dem Spiel anscheinend zu lange. Ich würde gerne mal das Teil da mitnehmen. Ist auch fast Game Over, das trifft sich eigentlich ganz gut. Ist natürlich auch wieder hier Game Boy Color mäßig gemacht, wo es eigentlich ein normales Game Boy Spiel ist. Der Game Boy Color konnte ja Game Boy Spiele abspielen, genauso wie der Game Boy Advance. Was ich eigentlich ganz cool fand, ist ja auch beim Nintendo DS so, dass man Game Boy Advance Spiele reinstecken konnte. Normale Game Boy Spiele nicht, das habe ich mal mit Pokémon Rot ausprobiert. Okay, das ist eine krasse Mario. LOL, ah! Das prallt nicht ab. Flieg mal weiter zur Seite. Uff. Hätte ich was verkackt. Okay, hier ist es ganz praktisch, wenn man damit zielen kann. Ich würde gerne alles bekommen, wenn es möglich ist. Wenn es so weitergeht, ist es wahrscheinlich nicht möglich. Ach komm schon. LOL. Ich habe gerade Hoffnung. Komm! Als ob! Ha. 500 Punkte, nice. So. Sehen wir, was das jetzt für ein Level ist? Ach, ich habe jetzt ein Leben sogar bekommen. Ob ich das jetzt gut finden soll, weiß ich noch nicht. Ich muss da durchkommen, das ist eigentlich alles. Nee, ich meine richtig... Ja, genau so. Kann man schön viel zerstören. Das war gerade echt knapp. Schon. Dieses Spiel. Komm ich durch? Naja, lol.
Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es noch so viel mitnimmt. Okay, das war gerade echt viel. Ich sehe gerade auch, dass dieses Ding kleiner ist. Oder wird das immer kleiner? Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird die ganze Zeit kleiner, aber ich glaube, das ist nur Einbildung. Komm schon, nice. Ah, das war echt knapp. Ach, Mann. Oder? Na, oh, mein Gott. Nein! Warum ist es denn immer so knapp? Hallo. Ach, endlich. Diesmal geht das Spiel noch eine Stufe weiter, indem sich jetzt diese einzelnen Streifen in verschiedene Richtungen bewegen, was sehr löblich ist. Könntest du bitte gewinnen? Ich weiß auch nicht, ob es hier ein Ende gibt. Es gibt bestimmt so 99 Stages und wenn man alle hat, geht's von vorne los oder so. Ich komme einfach nicht durch. Okay, jetzt ist schon mal was offen. Das bringt mir nichts, wenn ich es nicht treffe. Ich glaube, ich habe die ganze Reihe weg. Oben noch kein einziges berührt, wenn es so weitergeht. Wobei, jetzt könnte es nichts werden. Jetzt vielleicht? Ja. Ja, das ist halt schlecht für die gelbe Reihe, wenn unten schon alles weg ist. Für die grüne auch. Aber jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt. Die Kugel wird auch immer schneller. Ja, ich habe mir hier schon was vorgenommen, mit alle Spiele irgendwie zu zeigen, die mit Mario zu tun haben. Und alle ist jetzt auch nicht, sowieso nicht möglich unbedingt. Aber halt so alle, ich will jetzt nicht sagen, ab einer gewissen Relevanz, weil dieses Spiel null Relevanz hat eigentlich. Ich mache es halt mit denen, wo es mir möglich ist. Okay, das war sehr gut. Und jetzt? Ach, Mist. Mal schauen. Easy. Was ist das jetzt? Das ist doch gerade schon. Das ist doch genau der gleiche Scheiß. Also das war doch hier Stage 3 oder so. Okay, die Stage schneide ich raus. Ach nein, die kommt jetzt runter. Man schneidet es doch nicht raus. Ich werde vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund einblenden. Weil hier keine Musik kommt, außer dieses Bum Bum. Also außer diese Soundeffekte. Kann ich irgendwas aus meiner Sammlung ausgraben, wie sich Internet nennt. Dann wird das Video zwar direkt geclaimed, aber es ist sowieso nicht monetarisiert, von daher. Ich hätte auch nicht mal die Möglichkeit dazu. Ach, jetzt kommen die dann. Ey, warum geht das jetzt ab? Ist es gerade nach oben gegangen? Bin ich jetzt komplett verwirrt, oder? Wenn ich schon kein Geld für diese Videos bekomme, dann soll es wenigstens irgendjemand claimen und der bekommt dann was. Das ist auf jeden Fall ein krasses System. Nee, ich will eigentlich auch. Mir geht's echt nicht irgendwie ums Geld oder so. Da hätte ich, glaube ich, schon lange aufgehört. Okay, man kann jetzt argumentieren, dass ungefähr nur alle 2 Monate Videos kommen, aber weil es so krass jetzt auch nicht ist. Jetzt ist es doch gerade geschrumpft, das habe ich 100%ig gesehen. Diese Physik. Dieser Abprallwinkel. Ich habe mal gehört, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Und das war absolut nicht der Fall. Das fliegt jetzt komplett darüber. Okay, nicht so weit, aber. Ich hoffe mal, dass es jetzt was wird. Was macht man eigentlich, wenn man alles abgeschossen hat und die noch nicht im Bild sind? Ich denke, dann hat man gewonnen. Das andere wäre unfair eigentlich. Komm, bitte schieß dich da oben rein. Das wäre doch super. Ja, okay, das hat nicht funktioniert. Wo kommt es an? Ich denke, es kommt hier an. Ah, es war fast. Es kommt immer mehr. Ich muss es schnell schaffen, sonst gewinne ich nicht. Und der Witz ist, dass da unten sieht durch diese Farbe eher aus wie Luigi. Man kann beim Game Boy Color solche Farbpaletten wählen. Ich habe jetzt einfach das Standardmäßige genommen. Lol. Ach nö, ich habe ein Leben bekommen. Wie lange soll der Quatsch jetzt eigentlich noch gehen? Okay, ich habe mich ja anfangs ein bisschen über das Spiel lustig gemacht, aber irgendwie kann man nicht aufhören. Oder ich zumindest nicht. Ah, da habe ich jetzt leider ein Leben verloren. Und jetzt wird die Platte wieder größer, das stimmt wirklich. Und sie wird direkt wieder kleiner. Okay, das könnte was werden, oder? Das nenne ich predicted. Komm schon. Doch, Mann. Oh nein. Oh, da habe ich leider verloren. Oh, Mann. Okay, Mario hat seinen Kopf noch. Also es ist wahrscheinlich nicht sein Kopf, den man da rumschießt. Das war's dann mit diesem Spiel. Highscore 2038. Das soll mal einer knacken. Und dann bis zum nächsten Test.